Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren 3 vs. 3 Matchup hier in der Age of Empires 3 Definitive Edition. An meiner Seite einmal der Feldherr Tobi, grüß dich. Grüß euch, Leid. Und auch der Lieben ist mit dabei, grüß dich. Hi. So, ich spiele Japaner. Was habt ihr für Nationen gewählt? Ich spiele diesmal wieder mit die Holländer, weil es letztes Mal schon so gut geklappt hat. Mal schauen, ob es wieder so gut hier hat. Genau, so, ich muss direkt das Konsulat bauen. Kann auch auf die Bärensträucher gehen. Das ist ja am Anfang auch in Ordnung. Ich habe hier noch 2 Schafe. Gut, mein Gesandte ist schon mal hier am Erkunden. Falls wir irgendwelche Teamschätze finden, am besten gleich so. Team Wasserdeck nehmen wir mal, weil es gibt Wasser. Ja, Patagonien, was zu der Karten zum Song? Also es gibt Handelsrouten oben und unten, also jeweils hinter der eigenen Wirtschaft, ziemlich geschützt die Handelsrouten auf der Karten. Ja genau, Wasser gibt's glaube ich im Osten, genau. Ja. Wasser ist im Osten. So, ich baue den ersten Schrein. Der Feindesseite. Das ist gut. Immer schön die Gegner Nahrung wegnehmen. Gut, um was zu die Völker, zu die Feinde zum sagen. Bin ich gar kein Fan davon, nämlich Schweden, Japaner und Chinesen. Alles die Völker, die eklig sind dagegen zum Spielen. Vor allem, wenn man Daichi als Man-Nation hat. Weil man keine von denen die Völker gut reden kann. Aber immerhin, ich bin das mal mit den Holländern am Start. Ihr könnt euch also wahrscheinlich auf ein eher längeres Spiel diesmal einstellen. Das denke ich auch, vor allem weil ich auch Japaner spiele. Genau, und wir haben noch unseren Russen mit dabei, der Lieben, aber der will auch eher, also der, wir werden jetzt nicht rushen. Aber du wirst das Militär stellen, um uns zu verteidigen, wenn es drauf ankommt, würde ich sagen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Lasst uns einfach sterben. Ja, ich merke schon. Mal hart. So, jetzt kann ja kein Siedler ausbilden, ja, Holländer. Oh Mann. So, gibt's jetzt hier noch irgendwelche Schätze? Dieser Schatz wurde bereits im Besitz 100 genommen. 100 Nahrung. Ah, ihr seid aber alles so weit weg. Ich kann schon umkämmen, nee. Wenn's braucht. Wird schon irgendwie anders gehen. 80 EP, gehen wir mal dahin. Ich hole nochmal die 80 EP, denke ich mir, und ich muss jetzt langsam mal mich aufs Agent vorbereiten. Am besten hier auf der rechten Seite baue ich dann gleich meinen Schrein. Gut, ich versuche einfach mal ein paar Herden zu holen. Okay. Nein, oh Mann, ich hätte den Schatz stehlen können. Oh, hab nicht aufgepasst. Schade. Schade. Sehr ärgerlich. Oh, 75 Kreuz, das ist meine. So, aber ich age, das heißt, jetzt werde ich auf Holz natürlich alles umstellen, meine Wirtschaft. So, immer schön auf Holz. Gut. Ist die Wirtschaft. Ah, Just, ich bringe dir mal 2 Schafe, ne? Ja. Ja, genau, Schafe und alles zu mir, bitte. Danke. Braucht ihr hinten die Handelsposten? Grundsätzlich als Holländer nicht unbedingt. Also, du kannst es gern haben, ja. Hoffentlich kriege ich den Schatz. Ja, du hast Glück, dass ich dir helfe, Tobi. Das bist. Ach so! Oh, ja, ich meine, das wird aber gleich gestohlen. Okay, alles gut. Danke. Gerne. Ich baue gleich hier den Schrein bei den Feinden. Mache ich am liebsten. Ja. Genau an der Grenze, wo mir schon angezeigt wird, dass das Dorfzentrum in der Nähe ist. Ja, sehr gut. Das ist dann die besten Schreine. Genau, aber wo bauen wir jetzt hier die Front fest? Das ist echt unglücklich, dass wir so geteilt sind. Wahrscheinlich ja, auf der rechten. Der fette See in der Mitte. Das ist natürlich sacht, gell? Oder eher defensiv, eher hier dann. Ich hab vergessen, Siedler zu bauen. Nein. Ich kann auch gerade keine Siedler bauen, weil ich Holländer nicht kann. Kann
Machen wir mal hier noch einen Schrein. Kann echt schlecht, die kann ich sich da ausbilden. Bin auf jeden Fall erst auch geaged. Immer die Goldkosten da. So, hier den nächsten Schrein. Oh, hier ist ein Torb, okay. Ja, wir dürfen mit den Schweden ziemlich viel leider erwarten an Truppen dann. Die werden relativ stark. Wir müssen eigentlich die Torbs immer relativ früh angreifen, das wäre nicht schlecht. Okay. Ich gehe jetzt mal, würde ich sagen, hier zu dieser Mine hin, lieben. Wer dort eine Kaserne... Ach nee, du hast jetzt schon... Okay, nee, dann baue ich bei dir die Kaserne, alles klar. Ist auch in Ordnung, dann machen wir es ein bisschen defensiver. Beim Marktplatz hier. Ich brauche mal ein bisschen Gold. So. Mehr Nahrung. Mehr Schreine, bitte. So, eine Bankbagel. Sehr gut. Und 600 Holz, 4 Siedler bitte. Die ersten Yummies werden gebaut. Ich gehe dann einfach mal auf Kaff, gell? Ja, gerne. Das wäre das Sinnvollste sowieso. Ja, finde ich ja. Ich mache jetzt eine lustige Strategie. Warte mal, der hat mein... Irgendwie hat mein Schatz geklaut. Unfassbar. Ist egal, ist egal. Wer erlaubt sich nur sowas? War eh kein wichtiger Schatz. So, ich baue weitere Schreine. Und weitere Schreine. Was wir schauen sollten, ob die Gegner auf Wasser gängen oder nicht. Ich weiß nicht, ich müsste, ob wir einen Gesandten haben, ich sehe das nirgendwo. Doch, ich hab ihn tatsächlich. Das wäre super, wenn der mal schaut. Ich geh mal auf die ganze Küste ab einfach. Das wäre nicht schlecht, wenn der schauen könnte, ja. So, bauen wir hier noch einen Schrein dazu. Ah, lol. Ach, du machst das, ach, cool. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Ja, gefällt. Jetzt habe ich schon gedacht, die bauen mich ein. Das ist eine gute Idee sogar, ja. Die scheinen aber auch eher zu boomen, habe ich so das Gefühl. Ja, ja, total. Deswegen versuche ich jetzt auch mit zu boomen. Ja, aber du kannst ja schon raiden gehen, oder, Tobi? Ja, ja. Ich bild gerade meine Kavalleristen aus. So, ich schicke mir immer nochmal 4 Siedler. Aber wie gesagt, also ich werde jetzt nicht so stark reden, weil alle Völker, von denen ich komme, halt einfach nicht reden. Ja, klar. Beziehungsweise halt überhaupt gar keinen von ihr, ne? Was echt nervig ist. Ja, da kommen die ersten Chinesen, die meine Schreine einreißen. Mhm. Das war fast zu erwarten. Na, das geht jetzt leider alle. Oh, nee, jetzt greifen die mich hier an. Mist. Dann werde ich wohl in meiner Heimat auch noch ein paar Schreine bauen. Da soll noch viel Vieh bei dir am Shogunat stehen. Genau. So. Gehen wir wieder stärker auf Holz. So, schöne EP, das schmeckt. Ha, die reißen wir halt alles ein. Oh, kriegen Ziele. Wir müssten eigentlich auch die Sachen da von denen mal einreißen. Ah, schöne Handelsposten heißt der übrigens, das ist gut. Oh ja, das ist, finde ich auch gut. So. Ah, alles wird eingerissen. Aber ich baue Yumi auf jeden Fall ordentlich. Oh, mal schauen, ob ich den Japaner reden kann. Oh, Siedler down. Ja, ist halt eine zweite Kaserne, um mehr zu rekrutieren. So. Ja, da reißen sie mir auch alles ein. War zu erwarten. Braucht jemand Gold? Ich hab gerade zu viel übrig. Ja. Okay. Der Japaner Gaius nimmt gerne Gold.
Ja. Dankeschön. Gönne. Fange ich jetzt dann gleich Agent. Demnächst. Ich schicke mir jetzt auch nochmal 600 Gold und dann will ich auch Agent tatsächlich. Ja, ich habe mir jetzt nämlich gleich die Bankkarten geholt. Kirchenkarte. Baue jetzt noch mehr Bänke. Es ist unglaublich. Baust dann, sobald du hier fertig bist, gleich das Tor rein, bitte. So. Ich denke, ich werde jetzt tatsächlich langsam wechseln beim Konsulat. Oder ich hole mir noch die portugiesische Expansion. Braucht jemand noch mehr Gold? Ja. Ja, okay. Ich nehme auch noch mehr Gold. Ja. Kriegst gleich ein bisschen mehr. Super, weil dann kann ich jetzt agen, danke. Ja, immer wieder gern. Ach, Holländer heute. Ah, ich vergesse immer, mit was ich am besten age. Ich glaube, der was der goldene Pavillon. Glaub schon. So, wir sollten jetzt mal angreifen. Ja, aber nur hä? Warum angreifen? Ich meine nur lieben. Ich boom mir da gerade einen oben. Ja, ich auch. Zwei Stacks rausbringen und dann können wir, wenn du möchtest. Okay. Und ich habe jetzt mir noch die beste Jeros geschickt. Und jetzt hole ich mir Holland. Braucht jemand noch Gold irgendwie? Wie viel Gold hast du denn übrig? Voll zu viel. Ich glaube, Söldner gehen vielleicht. Ich habe sieben Banken. Söldner oder so. Ich hab gleich keinen im Deck. Schade. Ich weiß gar nicht, ja. Wie das. Hey, haben wir hier keine Bärensträucher mehr? Was ist denn das? Kannst bei mir meine. Ja, die greifen an bei Tobi. Hä? Ja, südlich von Tobi ist eine Armee von den Feinden. Achso, okay. Sollten wir mal hingehen, ne? Ja, die fackeln deine Scheine. Ja. Ja, aber die sind gleich bei dir. Ja, ich hab Verteidigungsanlagen. Jetzt habe ich keine Nahrung mehr. Oh, das ist schlecht. Also ich kann Gold liefern. Toll. Ja, muss ich auf dem Feld gehen, ne? Hilft ja nichts. Ich habe schon 7 Banken mittlerweile. Das ist stark. Das schmeckt. Ja. Ja, ich brauche wieder mehr Holz sowieso. Für die Yumi. So, hole ich mir gleich Holland. Oh, jetzt fehlt mir ein bisschen Holz. So, jetzt. Achso, ja, sollten wir da mal vorstoßen, oder? Ah, die haben da einen Wall gerade gebaut. Dann lass doch den einreißen. Ah, warte, ich mache jetzt einfach Artillerie mit dem unglaublich vielen Gold, das ist doch das Gescheiteste. Bau doch Artillerie, das könnten wir. Wie in den letzten Holland-Spur. Sehr gut gebrauchen könnten wir das. Dann wieder Kaff und Arti, so wie letztes Mal. So, da ist jetzt auch einer im dritten. Ja, ich bin der Zagler im dritten. Jetzt auch im dritten. Ist doch egal, jeder im dritten, ne? Ich hol mir Yumi-Upgrade. Ja, dann lass uns doch auf der linken Seite jetzt einfach mal dann vorpushen, würde ich sagen. Tobi, schau mal mit der Karavelle, ob die auch. Ja, sind. Richtig. Genau. So, das hier noch. Ich hol mir gleich schon mal den Weg des. Na, hol ich mir den Weg des Bogens oder. Ne, ich hol mir erst die 7 Siedler. Ich mach knallhart auf Wirtschaft. Ich mach knallhart einen auf Wirtschaft. Weil mir fehlt okay, die wollen sie ein. Ja, okay, wir sollten dann mal ein bisschen vorpushen. Ich brauche aber deine Musketiere. Gehen wir mal auf die Torps, bitte. Solltest du dann deine Musketiere auch upgraden, sobald du im dritten bist? Oh, da sind die Feinde mit Kanonen. Hast du Kavallerie, Tobi? Ja, habe ich. Zurück. Hier sind die Feinde mit Kanonen. Ja, dann müssen wir uns irgendwie gemeinsam angreifen, würde ich sagen. Und deine Artillerie vielleicht auch noch dazu. Das wäre geil. Ja, so kannst du dir auch einen Weg frei machen. So, Weg ist frei. Ja, okay, dann lass uns jetzt drauf. Kommst du mit deinen Truppen nach? Ich? Ja, und mit deinen Kanonen auch.
Ja. Wo ist die feindliche Artillerie? Hinten wahrscheinlich. Hinten? Direkt im Zentrum. Oder Zentrum, ach, ja. Ja, schwierig, das ist dann Flammenpfeile. Aber okay. Was kriegst du hin mit deinen Kanonen einfach rausschießen? Ja, die haben mehr Reichweite, die Flammen. Ah, Leute, die kommen mit Kaff. Wo ist denn hier die, wo sind denn die Musketiere? Was sie mal brauchen. Na dann, drauf. Ja, ja, diese Flammenpfeile sind echt unschön. Boah, was für ein Kampf ist das hier, krass. Nervig, aber die ganzen Flammenpfeile haben mich down gerückt und jetzt kann mir Arti ballern. Das ist weil keiner Kaff hat. Ich hol mir mal die Bank. Ja, ja, da zwingst du sie ja schon zurück. Ach, du holst eine Bank? Ja. Okay, ich baue jetzt gerade mal 9. Bank. Ja, ich hab nur die 10. sozusagen. Wollt ihr weiter oder zurück? Ja doch, wir können mal die ganzen Torps und so mal einreißen. Ne? Aber ja, nicht die Einheiten sterben lassen dabei, bitte. Die da, die kämpfen auch gegen uns, ne? Das ist euch bewusst. Ja, ich kann ja mit der Reichweite für meine Kanonen gut einfahren. Machen wir einfach einen langsamen Push. Ne? Oh, ist der im Industriezeitalter jetzt? Ja. Der Japaner? Hm. Ah, das ist nicht gut. Hallo? Okay. Oh, ja, jetzt hat er einen Mörser irgendwie. Damit. Oh, ja, meine Artillerie. Geh zurück damit. Ich versuch's aber zum Grillen. Keine Ahnung, ob ich. Brauche ich auch mir. Da kommt Kavallerie, Leute. Hilfe. Geh zurück. Ey, meine Arti ist nicht so mobil. Seltsamer Kombo irgendwie. Ja, okay, zurück. Pass auf, dann. Oh, dann ist er. Shit. Ja, die sind, die gingen alle down. Ich weiß auch nicht, was das für Dreckshandmörser-Teile sind. Absolut nervig. Ja, vor allem, die haben sich da gut aufgestellt. Ja, ja, zurück. Das ist keine gute Position für uns. Zurück. Lass uns lieber so links rumgehen. Weg von den Mörsern, Leute. Links über den Hügel, bitte. Ja. Das ist viel besser. Und einreißen hier. Boah, jetzt ist er verschwunden. Ich muss halt auch ins nächste Zeitalter mal langsam. Oh, was lernen wir denn da schicker? Vielleicht mit das. Unterdige Siedler hier überall. Okay. Ach, hier hinten. So. Dann geht ihr mal aufs Holz noch. Holz. Ah, Tommy. Pass auf den. Wie bitte, was? Obwohl, na. Ja, ich weiß nicht, das sind gerade wo Einheiten. Oh, da kommen aber viele Feinde. Haben wir irgendwie ein Ziel gerade? Weiß ich nicht, das ist irgendwie. Pass auf deine Kanonen bitte auf, ne? Da, auf die, musst du auf die feindlichen Kanonen schießen, auf die Flammenpfeile. Ja, ich hab nicht genügend Reichweite. Die haben wir vom Kopf. Okay, dann bau bitte Kulverin. Ja, sind am Weg. Die hauen mal alle Falconette, ich kann nichts machen. Ja, wir bräuchten ich hasse Kaff, den Artillerie. Wir bräuchten Kaff gegen die. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Holen wir uns mal eine Schokolade. Ja, diese Handmörser sind halt echt das große Problem, Leute. Wir verlieren den Kampf. Shit, ja, wir verlieren völlig den Kampf hier. Ja, 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 zurück. Zieh dich mal bis zur Artilleriebasis zurück, würde ich sagen. Wir bauen nur die Dreckshandmörser. Was ist das denn? Zieh dich auch mit den. Ja, genau, und zurück. Alter. Da, deine Kraft drauf, deine zwei Kavallerieeinheiten. Ja, jetzt ist es zu spät. Aber Kulverin hätten wir gebraucht, die Falconette werden uns glaube ich gar nichts bringen.
Ja, wäre Kulverine, aber. Naja. Ich komme jetzt nur mit den Handmäusern. Du musst irgendwie versuchen, die Handmäuser zu erledigen. Mit deiner Kavallerie oder mit Kulverin. Zurück, zurück. Ich bin jetzt aber auch gleich im vierten übrigens. So. Liefen, kannst du Oprischniki bauen? Und einfach reden gehen? Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Sehr gut. Wie sieht's denn aus? Lieben ist schon im vierten, zwei Gegner sind schon im vierten. Ich bin jetzt. Ja, ich muss eins viertes, ist dringend, aber. Na, ich bin auch gleich soweit. Ich baue noch eine weitere Kaserne, ein bisschen mehr in der Richtung. Solange jetzt noch so ruhig ist, baue ich meine Wirtschaft aus. Ja, schon richtig. So, jetzt gibt's bessere Yumis als nächstes. Münzen gegen eine geringere Menge Export eingetauscht. Ich hol mir mal 4 Flammenpfeile, würde ich sagen. Was noch? Ach, Junge. Ich habe jetzt jede Menge Oprischniki und Falconette. Okay. Und die Kühltechniken bitte noch. So, ich bin fast Maximum Wirtschaft. Ich noch nicht. Pass auf deine Kulverine auf, dass die eine gute Stellung bekommen. Ja. Halt, Holland, genau, was wollte ich mir da noch holen? Ja, ich weiß nicht, lohnt sich das Arsenal und die Kirche? Ich hol sie mir mal. So, 4 Flammenpfeile sind auch auf dem Weg. Wir haben sehr viel Artillerie, wir müssen echt versuchen, diese... Oh, pass auf, da kommen Ashigaru. Tobi, deine Kulverine bitte nicht opfern. Die bauen jetzt hier den Wall. Kannst du mit den Kulverinen gleich den Wall einreißen? Ja, ich wollte ja nur den Silo abkillen, aber das sind jetzt Ashigaru, oder? Ja. Ich gehe ins vierte. Das, ja, ist wichtig. Muss hier nochmal gucken, ob die jetzt auf Wasser sind. Ja, ich meine, ich bin zu weiter überall und sie sind nicht auf Wasser, aber kann ich immer schauen, ja. Hey, cool, dann einer Husar reicht dir noch den einen Schrein ein, finde ich gut. Hier. Wollen wir das auch mal einreißen und selbst einen Wall dahin bauen, Tobi? Wo denn? Links. Achso, das, ja stimmt, das müssen wir mal einreißen, das zeigt. Du hast recht. Geht ja gar nicht. Dann bleibe ich mal stehen, falls sie angreifen, um Stand zu halten. Müsste ich jetzt nicht hier eigentlich irgendwo einen Toshi Tokugawa oder irgendwen bekommen haben durch meinen Agent? Keine Ahnung. Wenn ja, weiß ich leider nicht, wo der ist, der Kollege. Hier. Ja. Ah, hier ist auch noch mehr Zeug. Danke. Der ist nämlich wichtig, dass meine Truppen besser kämpfen. Jetzt habe ich hier nämlich noch ein Arsenal und eine Kirche. Ich habe gerade richtig Ressourcen auch. Ich brauche eigentlich mehr Holz. Ja, ich brauche mehr Holz, eindeutig. Aber ich habe gerade 5000 Nahrung, falls ihr Nahrung braucht. Ich habe 2000 Holz, 2000 Gold. Ja, Holz. Holz. Feldherr Tobi. Danke. Es gibt jetzt bald kein Holz mehr, das ist das Problem, Leute. Hier drüben ist noch Holz. Ich kann jetzt meine ganzen Einheiten gleich mal abgeraden. Machen wir das hier mal ein bisschen effektiver. So. Und so. So, in der Kirche bitte noch die Upgrades, dass ich schneller Truppen bauen kann. Perfekt. Eigentlich müsste ich ja fast versuchen, in den Weg ins Fünfte zu kommen. Wie sieht's denn aus? Ah, der eine hat richtig viele Punkte, Leute. Das geht doch nicht. 53.000, ich habe 46.000, okay. Aber ich kann ja noch Schreine bauen, Mensch. Ja, das ist das Schwere. Weißt du, was das Genie an Fluids ist? Was denn? Man kann Truppen ausbilden und komplett von der Seite einreden. Stimmt. Und das mache ich jetzt. Tu das.
Ich baue vor auf der linken Seite auch. Ja. Ich habe Maximum Siedler erreicht. Mhm. Bin am überlegen, ob ich noch Ich werde mal Ashigaru auch noch upgraden, weil ich glaube langfristig. Ja, braucht jemand Gold? Also Gold habe ich gerade ziemlich früh, oder? Später vielleicht, aktuell nicht. Oh, du brichst schön durch. Mit den Obritschniki, das sind Siedler. Sehr gut. Ja, ich werde jetzt damit die Husaren reden. Die Siedler? Bin ich Achso, auf die Siedler. Nee. Ja, du hast recht, ich würde den Pavillon einreißen. Macht mehr Sinn. Gradest du deine Welle ab, Lieven? Und Tobi, ja. Baust du auf der linken Seite noch Welle, wo dein Vor steht? Ah, ich baue nicht so gern Welle, aber okay. Kann ich mal machen. Super. Ja, die haben wir schon hier. Ich glaube, ich krieg den noch. Ich baue mal jetzt noch ein paar Aschis, dass ich eine Mischung habe. Und noch mehr Yumi. Hol mir auch nochmal hier dann das Aschi-Upgrade. Ich gehe jetzt von alle Seiten ein hier rein, jetzt mag ich nicht mehr. Achso, du hast doch Gold, Tobi. Kannst du mir 3000 Gold schicken, bitte? Ja, klar, kein Problem. Kein Problem. Weil dann age ich jetzt mal. Oh, mit was age ich denn jetzt? Ja, wisst ihr was, ich muss auch noch was abbrechen. Ich muss hier noch auf Japaner gehen. Da! Dankeschön. Oh, die 400 muss ich. Aber ich reiß einfach mal Wunder bei den Gegnern. Ja, ja, das ist wichtig. Wenn du das machst. So, Leder Anführer, ich komm, hab ich gar keinen Bock drauf. Lieber mit Samurai. Der Kraft, ja. Ich glaube, ich hol mir die Samurai lieber. Ist einfach nur Stellungskrieg hier gerade. Ja, irgendwie. Auf sowas habe ich keine Lust. Deswegen geh ich jetzt rein. Ja, mach das. Hat der Lieben auch schon. Ich bin halt wirklich schlecht im Stellungskrieg vergleichsweise. Genau, du baust schön deinen Wall. Ja, hier links musst du, glaube ich, auch noch dann zumachen. Okay, jetzt ein Game von so mit der ganzen Militärmacht gegen mich. Wir haben es am Skopf, ne? Ja. Einer von denen ist Pfeil. Du kannst vielleicht ein, zwei Husaren zurücklassen, weil das dann sonst bist du nicht so verlangsamt, wenn du das siehst. Ah ja, stimmt, hast recht. Ja, jetzt hast du natürlich hier noch einen Feind, aber ja, gut. Ich brauche mehr Gold, Tobi. Okay. Also wenn ihr wollt, die ganze Armee ist hinten rechts, ne? Ja, stimmt. Jetzt kann man stimmt, ja, dann lass uns doch angreifen. Stimmt, jetzt haben wir die... Okay, das Vor geht gleich down, ne? Welches Vor? Hä, wieso sagt ihr nichts, dass wir da so, angegriffen werden? Warum sagst du nix? Ja, also... Ja, den hab ich gerade auch erst gesehen. Heieieiei. Na dann drauf da, drauf da, drauf da. Pass auf deine Kanonen nicht so weit. Ach, hier sind jetzt diese ehrenhaften Flammenpfeile von den Feinden. Hey, die rennen da durch, die können da durch. Oh na, mein Wirtschaft. Okay, wir versuchen jetzt hier mal durchzupushen. So. So eine Scheiße. Ich komm, rein. Genau, jetzt brauche ich mal die ganzen Upgrades noch. So. Sprechen wir hier gleich durch. Gut, die Tops bringen ihm eh nichts mehr, das heißt, wir reißen sie nicht ein. Pushen einfach weiter vor. Tobi, hast du es oben hinbekommen? Ja, hab ich. Deine Kanonen bitte vorrücken. Links. Mhm. Hier ist ein Handmörser, die wird aber weggeschossen. So, aktuell habe ich nicht allzu viel verloren. Hol ich mir mal das hier noch. Das lohnt sich alles nicht. Hol ich mir 4 Flammenpfeile nochmal. Ja, wieso nicht? Hier ist eine riesen Feindesarmee, die gerade mit Schiffen gelandet ist in unserer Wirtschaft drin.
Ah, okay. Deine Strelitzen vielleicht nehmen. Und ich baue Yumi. Ich kann keine Yumi bauen. Leute, shit. Ja, die reißen jetzt natürlich mal einen Schrein ein. Ah, geil, du hast dann eine Truppe, das ist gut. Wir müssen doch jetzt hier mal durch diesen blöden Wall da durchkommen. Ja, hast du das verteidigt, Charakter? Ja, nee, mein Schrein geht down, aber wir kriegen es hin. Das ist jetzt bitter, dass der Schrein down ist. Das ist eine enorme Schwächung. Reicht es zugleich aus? Gut, dann gehe ich wieder Ferien mit der Kraft. Aber immerhin schaut es nicht so schlecht aus. Der Schwede ist halt verdammt nochmal im 5. Aber ihr zwei ja auch schon. Ja, ja. Okay, wenn wir da handen müssen. Leute, okay, hier unten haben wir jetzt Probleme. Wir brauchen mehr Probleme. Kotzen hinter das. Okay, ich schick wieder Truppen runter. Flammenpfeile. Ja, jetzt erledigt er uns mit einer schicken Arme. Ja, hier unten werden wir leider ziemlich down gemacht hier. Hat jemand irgendwie Nahrung übrig? Ja, ganz viel. Okay, dann 3000 bitte. Halt, das ist der Lieben. Du bist der hier. Mach bitte den, Ja, okay, shit, das müssen wir uns wieder ein bisschen zurückziehen. Erstmal wieder sammeln. Und ich muss erstmal meine Wirtschaft wieder rauskriegen hier kurz. Kleinen Moment. Ah, wer ist denn jetzt hier noch übrig? Hier hin. Danke. Ja, ne? Hey, wieso sind denn die da rübergegangen? Okay, ich brauche auch mehr Kasernen, Leute. Das kann ja nicht wahr sein hier. Viel mehr Kasernen. Hey, was hast du von der Schweine? Das ist dein Caroline. Was? Die wird die ganze Archie da anmachen. Ja. Oh, Instant Musketier, zaubern. Das ist stark mit den Musketieren, Instant. So. Ich brauche wieder ein bisschen hier. Er geht schon wieder in meine Wirtschaft. Meine Fresse. Hey, wie kommt denn der schon wieder durch? Kannst du damit die Musketiere da durch? Weil er da nicht gewollt hat. Ich hasse einfach Wallen, ich mach das so ungern. Ja, das glaube ich dir. Ah, ich habe jetzt wieder richtig viele. Damit die Musketiere drauf geliefert, bitte. Ja, ich bin drauf. Also ich push mir den Yumis vor. Ah da, tun wir euch. Ich bräuchte irgendwie Antikraft dann bei mir. Ich habe ihn nicht. Sonst habe ich ein Problem. Ah, aber es ist Antikraft? Ja. Ja, ich hab Kraft, also das ist ja nicht schlecht. Es sind ganz viele Mörser da. Aber die schießen gerade alle ab. Ich sehe es nicht. Das ist mein Glück gerade. Tobi, ich komme jetzt zum Walmart bei dir, ne? Okay, danke. So, alle Handmörser down. Der Ball ist auch down, Leute. Truppen werden gebaut. Export, das hier. Toshugawa. Okay. Hä, habe ich irgendwie Siedler sau viele verloren? Krass. Gleich wieder nachbauen. Also sieht gerade ganz gut aus. Oh, die haben eine fliegende Krähe, die muss ich schnell ausschalten. Oh, da ist so viel Infanterie jetzt bei den Feinden. Ja, deine Kanonen sind genau richtig jetzt. Oh, Handmörser, oh Gott. Die schalte ich aus. Kein Problem. Handmörser sind ausgeschaltet. Sehr gut, danke. Alter, was ist das für ein Gefecht hier wieder? Okay, ich baue wieder Yumi nach. Alter Schwede, ist das ein Gefecht, liebe Zuschauer. Ich dreh durch. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Japan.
Boah, machen wir das mit dem Einheitenstoff? Na, komm, meine Maus möchte nicht. Jetzt hat er wieder Handmörser an. Nein, ist. Und dann immer auf der Position da hinten. Wo sind die Handmörser? Da oben. Oder kommen Flammenpfeile jetzt auch? Aber wir können ganz gut hier vorrücken, Leute. Das gefällt mir. Ja, ich schalte die Flammenpfeile alle aus mit den Yumi. Und du zusammen mit dir zusammen, genau. Okay, wir pushen mal ein bisschen weiter hier vor rein. Schicken wir mal noch den Kollegen. Genau, Kanonen sind auf jeden Fall wichtig. Also es sieht aktuell ganz gut aus, würde ich behaupten. Übrigens sind alle im fünften außer der Grüne. Ah ja, okay. Holz-Upgrade, ganz wichtig noch. Ich habe hier noch Flammenpfeile, die habe ich wirklich vergessen. Leute, kommt noch Nachschub von euch? Ja. Oh, gerade die Kaserne vorne. Ja, super. Oh, die haben viele Kanonen hier vor allem, was nicht so geil ist. Ich weiß schon, mein Nachschub hängt gerade ein wenig an, aber ich versuche wieder was zu produzieren. Ich habe leider keine imperialen Feldschütze, weil ich es mir nicht leisten kann. Ah, hier mal so viele Kanonen, das ist so die Schwierigkeit gerade. Feindlichen hauen so hart rein. Hat jemand Holz übrig? Das brauche ich leider selbst. Bitte, wir zünden uns vielleicht nochmal kurz zurück. Ja. Aber die dürfen jetzt diesen Wald hier nicht mehr eingerissen bekommen. Also viel weiter zurück ziehen sollten wir uns nicht. Ja. Ich habe jetzt nämlich auch bald Holzprobleme. Ja, gibt da doch einfach kein Holz mehr. Ja, das ist richtig. Ich muss also jetzt langsam mal auch auf Ashigaru umsteigen. Und dafür brauche ich noch die ganzen Upgrades. Dafür brauche ich noch Gold. Tobi, hast du Gold? Ja, das kann ich dir auf jeden Fall schicken. Das wäre super. Oh, okay, die Kanonen hauen zu hart rein, Leute. Wir müssen uns zurückziehen. Oder deine Kanonen. Oder deine Kavallerie irgendwie. Ja, weil Kaff konnte in der Engstecke auch nichts machen. Ja, dann versuchen wir den Kanonen vielleicht auf die feindlichen Kanonen. Das sind auch nur Falkonette, also. Ja. Wenn du die rausschießen könntest, wäre das ziemlich stark. Wir können uns jetzt damit wieder zurückdrängen, was gar nicht geil ist. Ich push rechts. Das ist super. Mach das. Ich push auch rechts unten, immer mit die Fluids und Husan aus. Ne? Ja, diese Carolina immer im Nahkampf, ne? Ja, so unglaublich stark. Die Kanonen machen uns jetzt schon wieder fertig. Shogunat von Blauer ist jetzt down. Das ist egal, wer das ist. Ja, ich rede jetzt auf jeden Fall wieder hinten rum. Das ist super. Aber du musst halt an der Front standhalten. Ja, das schaffe ich nur so halb. Ich habe jetzt eine Kulverine, falls der Feind Artillerie hat. Ja, der Feind hat Artillerie. Aufstellung. Sofort die Kulverine aufstellen, nicht mehr vorschicken. Der kommt. Aha. So, meine Jungs schießen wieder. Ich habe kein Holz mehr. Ich muss jetzt also tatsächlich auf Aschis umstellen. Ah, ja, aber ich stehe bei Raiders bei den Gegner unten. Und dafür brauche ich jetzt Gold. Ganz viel Gold. Deswegen gehen wir jetzt hier mal noch auf ein weiteres Reisfeld für Gold. Wie viel Gold hast du aktuell, Tobi? Jetzt kommt gar nichts tatsächlich. Okay. Bin am Limit.
Aber jetzt haben wir imperiale Feldgeschütze. Du musst nicht mehr eine Kulverin damit mich gut verteidigen. Ich versuche mein Bestes, ja. Das ist ein harter Kampf. Wie sah es auf der rechten Seite aus? Ja, wir haben wieder gut was reden können. Ich hab jetzt jede Fabrik bekommen von denen. Ich hab schon zwei Wunder gekriegt von dir, ne? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt versuche ich einfach mal in Schweden zu rennen. Ja, schön. Lieben, ich versuche mal direkt zum Orangen um mit zum Kämmer von hinten. Okay. Oh, er hat aufgegeben, Leute! Ja, ja. Oh mein Gott. Er hat seine Loser-Team schreibt. Ja, das sind immer die freundlichsten. Sehr gut, aber was für ein harter Kampf hier, oder? Ja, ich weiß, also, auch wenn es so lang war und heftig, muss ich ehrlich gesagt zugeben, will ja ehrlich sein, mir hat das Spiel gar nicht so Spaß gemacht, weil das einfach nicht so meins, so der Stellungskrieg, fällt mir nicht so. Aber ja, trotzdem, das ist halt mal was anderes. Das ist halt mal Abwechslung für die Zuschauer auch, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, können wir es einmal richtig vorrücken, weil der Orange ist ja raus, ja, und alle anderen ja. Auch. Ja, GG, nice, schön, dass wir das gewonnen haben, freut mich, weil die Gegner waren ja auch ziemlich stark, würde ich behaupten. Als wir geradet haben mit den Karolinern, als sie dann plötzlich mit dem Schiff ankamen, war schon gefährlich, mein Schrein wurde ja eingerissen, aber ihr habt ja das super. Aber, ja, unsere Raids, ja, die waren noch heftiger. Ja. Genau, also eure Raids waren richtig wichtig. Also ihr habt ja echt viele Gebäude eingerissen, Siedler getötet. Du hattest hier sogar noch Truppen stehen oder lieben oder wusstest du das? Wo denn? Beim grünen Feind. Unten rechts, da wo in seinen Mauern drin. Musst ja, die sind da die ganze Zeit festgebackt. Ich hab die nie rausbekommen. Ah, hast die löschen müssen vielleicht dann. Ja, oder einfach einreißen. Ja, oder ja, stimmt. Oder einfach einreißen. Ja, schön. Schönes Match. Ich würde sagen, schauen wir mal in die Statistik. Es war ein ziemlich langes Game. Also es kommt ja selten vor einem, ich sag mal, normalen 3 vs 3, dass es bis zum Imperialzeitalter geht. 3 gegen 3 ein bisschen öfter, aber ja, schon aber, nicht so oft. Ja, nicht so oft, wie wenn man halt klassisch natürlich Vertrag spielen würde. So, Rohstoffe. Die meisten Rohstoffe hatte der Schwede, oder? Krass. 156.000 Rohstoffe. Ja. Aber das verstehe ich gar nicht, weil ich weiß schon, im Midgame ist natürlich Schwedenwirtschaft OP, das kenne ich ja. Aber danach sind auch die Torps nichts mehr wert, deswegen verstehe ich nicht, wie der so eine krasse Wirtschaft aufbauen konnte. Der muss wohl auch schnell ans Siedlerlimit gegangen sein, das schauen wir uns gleich nochmal an. Also der Essad hat gemeint, Schweden sind OP gestern. Und wenn ich das sehe, im Midgame unschlagbar und dann auch noch im Late-Game mit so einer Wirtschaft, ich meine, der hat die anderen zwei ja carried, wenn man sich das so anschaut. Im Late-Game, aber das verstehe ich. Können wir das nochmal anschauen. Also ich verstehe es jetzt nicht, aber scheinbar sind die wirklich, ja, wirklich stark im Moment. Lieben und Dufeld, der Tobi, hattet ungefähr gleich viele Ressourcen. Ich war sogar ein bisschen ja, hinten. Ja, 117.000. Ja gut, die zwei anderen Feinde hatten tatsächlich halt echt nur 60 oder 67.000. Die waren halt wirtschaftlich echt hinten dran. Aber ja, du, wie du gesagt hast, er hat sie so ein bisschen gecarried. Schauen wir mal auf Militär. Alter Schwede, Tobi. Nee, ich wollte jetzt schon gerade sagen, 447 Kills, stark. Der Schwede hat 558 Kills gemacht, aber ich sehe gerade jetzt erst, ich habe die meisten Kills gemacht. 670 Kills habe ich gemacht und ich hatte nicht mal das meiste Militär auf dem Feld. Der Schwede hat tatsächlich, gut, er hat auch die meisten Ressourcen gehabt, hat das meiste Militär aufs Feld gebracht. Ich habe halt unfassbar Yumis gespammt und konnte gut Kills damit machen, das gefällt mir. Ah, oh, also du hast halt immer so den Frontkampf hauptsächlich gemacht, hauptsächlich genau. Ihr habt die Geheimaktionen in der gegnerischen Basis geleitet. Die unterstützt dann Sneaky Raids mit Fluids vom Wasser aus. Genau, jetzt schauen wir nochmal auf die Zeitlinie. Bevölkerung, Dorfbewohner. Ja, ich war relativ schnell bei 65 Siedlern nach 17:30. Dann aber hier der Schwede. Schaut mal an, wie krass der Schwede hochgegangen ist. Der war ja, der erste auf 100 Siedler. Unglaublich, ne? Krass. Das ist stark. Muss ich mich echt mal mit beschäftigen. Mit dem Schweden im Late Game. Und dann war er auch der erste im 5., oder? Glaub schon. Krass. Ja. Das ist mächtig. Ja, die restlichen Siedlerkurven sehen wir hier auch. Was ist noch wichtig? Bevölkerung, Militär, Teamstatistik. So, da sehen wir so ein bisschen das Auf und Ab. Wir waren hier rote Kurve. Am Anfang waren wir ungefähr gleich auf tatsächlich, fast durchgängig. Die Feinde hatten mal ein bisschen mehr, dann hatten wir mal ein bisschen mehr. Dann gab es hier das erste Mal die Kämpfe. Bei Minute 15 gab es die ersten Kämpfe, Auf und Ab. Aber es hat sich nicht so richtig entschieden. Und danach haben wir ordentlich Truppen aufgebaut. Und wieder alles verloren. Dadurch, dass die Zeitlinie heute halt so lang, dass das Spiel so lang ist, ist die Zeitlinie heute halt so ungenau. Und man sieht irgendwie keine krassen Kämpfe eigentlich, weil jeder immer noch produziert hat. Und ja, es ist halt recht so, nein, also,
die sagt gar nicht so viel aus, da die Zeitlinie. Ja, es ist schwieriger einzuordnen. Ach, ich bin bei den Dorfbewohnern, meine Fresse. Bevölkerung, Militäreinheiten, Teamstatistik, ja. Okay, das ist ein bisschen anders, aber die Tendenz kann man trotzdem erkennen, dass die Ausschläge nicht ganz so stark sind. Ja, ja, das ist klar. Wir hatten immer so mindestens noch 200 Truppen auf beiden Seiten übrig. Aber dann schaut, hat man die Gegner echt bei Minute 35 so down bekommen. Sie hatten nur noch 90 Truppen und wir hatten halt durchgängig so 280 Truppen, teilweise 300. Also da hatten wir dann schon das größere Militär. Wir konnten durchbrechen. Ich muss mir das jetzt nochmal genauer anschauen auf der rechten Seite. Genau, da hat Liebengut die Welle durchbrochen. Stark, kam da rein. Die haben alle ihre Ballons übrigens gehabt. Ja, ich habe auch meinen Ballon. Woher? Vom Agen ins Fünfte. Ach, ihr seid damit geaged? Ja. Okay. Ja gut, ich kann das als Japaner ja gar nicht auswählen, aber gibt's da nicht Besseres? Nee, ja, also, ja, immer reden, wui, und dann sehen kann, wo der Feind sei Armee hat immer. Okay, also stimmt. Gerade im Angriff ist das ziemlich stark. Ja, stimmt, das ist nicht schlecht. Ich meine, du hast Ausfall zwischen 2000 Gold, zwei schwere Kanonen, dann noch irgendwie Ritterstand und dann die... Ja, was ist denn der Ritterstand? Das weiß ich nämlich auch nicht. Ritterstand, da habe ich dich ja letztes Mal gefragt. Achso, stimmt. Ja gut, das wissen wir dann. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn jemand von euch weiß, was der Ritterstand ist. Ich weiß. der Ritterstand, da kriegt man, glaube ich, die Verbesserungen für den Kundschafter im Kapitol gratis. Also der Kundschafter ist OP. Ne? Also bringt eigentlich nicht viel. Bringt überhaupt nichts. Okay. Na gut. Tobi war hier super mit seinen Husaren einfach in der feindlichen Base drin. Gefällt mir. Ja, aber würdest du da mal ein geiles Lob an dir? Also du hast ja den Hauptkampf eigentlich immer carried, hauptsächlich mit deinen Yummies. Das merkt man ja auch an deinem Militär und deinen Kills. Ja, also du hast halt praktisch, du warst die solide Einheit von uns drei. Danke, danke, danke. Ja, den erhöhten Yumi. Also jetzt ist mir auch das Holz ausgegangen, deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen auf Gold umgestiegen. Also ich hätte jetzt eine Zeit gehabt, wo es ein bisschen schwieriger gewesen wäre, durchgängig zu pumpen. Aber bis dahin habe ich es gut geschafft, weil ich habe den kompletten Wald, glaube ich, hier abgeholzt. Also so klimatechnisch ist es natürlich nicht so toll gewesen, aber wir haben auf jeden Fall den Kampf gewonnen. Und ja, ich glaube, Statistik haben wir uns jetzt auch alles angeschaut. Rohstoffsammelrate vielleicht nochmal. Ja, krass. Der Schwede, der ist echt abgegangen. Ja. Ich war aber also, auch noch ziemlich gut dabei hier. Bis Minute 30 war ich sogar mal noch über dem Feld, Herr Tobi, und dann hast du mich wieder ein bisschen überholt. Und Lieben kam so am Ende. Ja, Holländer Eco im Late Game ist halt dann eher nicht so gut. Die ist halt vor allem in der Mid Game eher stark. Ich habe halt versucht, was ich Kinder habe, mit 9 Banken, das ist das Maximum, und die Tulpen. Ja, ich habe ja deine 10. Bank. Ja. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Zuschauer. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr auch mal so ein langes Game findet, wo wir bis ins Imperialzeitalter voranschreiten, wo es diese krassen Kämpfe gibt und wie wir uns geschlagen haben. Dieses Positioning war ziemlich stark hier, finde ich. Da wurde das Gelände von den Gegnern auch gut ausgenutzt mit den Kanonen. Das haben wir dann aber auch gemacht. Ja, und also das Horn da, die Klippe, ja, die war so eklig. Ja. Da wird die Handmörse drauf gestanden. Absolut, ja, die Handmörse. Gut, und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne eine Bewertung da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unsere beiden Kanäle und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Servus.